Warum schickt er mir Selfies von sich? Er will da mich verarschen. Ah, der Opa am Würfelpark. Neues Outfit 1 bis 10. Ey, Bruder. Der Opa, die Truppe, einer von denen hat mich geschlagen. Floyd. Das ist seine Nummer von dem. Ja, das weiß ich. Kenne gute Jungs, die für uns arbeiten können. Was für uns, du Hundesohn! Der denkt, er hat Mitspracherecht hier. Ich bin in den falschen Kinofilm gelandet. Ah, nicht erreichbar. Wieso bist du nicht da, du Hundesohn? Sie haben gesagt, sie suchen Leute. Mag schon. Bill, als Maul, rede nur, wenn du gefragt wirst. Du Hundesohn. Ich lasse mich doch nicht verarschen, Leute. Ich glaube, ich bin in den falschen Kinofilm gelandet. Was schreibt er? Habe Kontakt, der gute Männer tun für einen kleinen Peanut Leute entführen. Habe gestern deinen Ruf reingewaschen. Sei mal etwas dankbarer, du. Hallo? Ah, hör mal ganz kurz zu, Bill. Wenn ich noch einmal mitkriege, dass du mich beleidigst, dann fick ich dich in deinem weißen Hemd am Park, wo du am Basketballplatz stehst. Hast du mich verstanden? Wenn du noch einmal respektlos zu mir bist, hau ich deinen Kopf gegen irgendeine Wand, damit du mal wieder Respekt lernst. Ich hab dir gestern helfen wollen und du sagst zu mir, Hundesohn, was glaubst du, wer du bist? Ich könnte dein Vater sein. Hast du Ich muss dir verstanden? was erzählen. Nein, 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 ich will das nicht wissen. Wenn ich dich was frage, dann berichtest du mir. Ich brauche weder deine Leute noch brauche ich deine Informationen, es sei denn, ich frage danach. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Agabe, heißt das. Tut mir leid, Herr Agabe. Nein, ich sagte, entschuldigen Sie, Herr Agabe. Entschuldigen Sie, Herr Agabe. Ja, ich hab den einfach mitgenommen. Bilal! Ich hab den Rechner aufgelegt. Ah, Vanilla. Bilal, du hattest angerufen. Was Was kann ich gegen los? dich tun? Warum rufst du an? Du hast doch angerufen. Was rufst du an? Willst du mich verarschen? Du hast mich doch gerade angerufen. Nein, 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 du hast mich angerufen. Das Was war willst aus du? Versehen dann, kann nicht sein. Was will ich denn von dir? Was hast du, was ich von dir will? Sag mal, Vanilla. Was besitzt Geld, du? Ansehen, 1,80, Haare, weiße Zähne, weiß Haare? ich Frag nicht. mich nochmal in 4 Monaten. Du Hurensohn. Ich habe doch nur Seiten gekattet, du Vollidiot. Chill doch mal dein Leben. Und was hast du noch? Geld. Geld? Du hast höchstens Schuldscheine. Du Hurensohn. Ich habe schwarze Sitze in meinem Auto, die kosten 5.000. Bruder, Verdunkelte Scheiben für 5.000. was hast du überhaupt für einen Wagen, Vanilla? Ich fahre ein VW fahre ich. Ah, machst auf reich, Wieso? aber fährst ein VW, ja? Ist das so, ja? Ja, man muss auch mal low-key bleiben. Du weißt doch, wie das ist. Wie Loki? Ja, auf low-key. Warte mal, was ist das für eine Scheiße? Wieso ist also. Warte mal, Ja, wieso kann ich irgendwann mein muss er Handy nicht nicht bewegen, wenn ich protzen. draußen Irgendwann habe mal ist jetzt? man reich genug. Da hat man genug von Marken, Sachen, dies, das. Reicht doch auch mal. Ey, hör mal zu, ich war gerade eben beim Designer. Der hat neue Schuhe rausgebracht. Die musst du dir Ja? unbedingt angucken. Die sind richtig heftig geworden, wenn ich ehrlich bin. Wow, krass, ich kann mir Schuhe angucken. Du kannst diese Schuhe nehmen und du kannst sie in deinen Arsch schieben, du Pisser. Bedank dich erstmal, dass ich dein Leben gerettet habe letztens. Was hast du gerade zu mir gesagt, Vanilla? Nein, nicht du, ich rede hier mit den Mechanikern. Ach so, ich dachte schon, Alter. Weil das mit den Schuhen und so, dies, das, Alter, ich wollte schon sagen. Nein, nein, nein. Was meintest du mit denen? Es gibt irgendwelche neuen Schuhe, was? Genau, es gibt neue Schuhe im Kleidungsladen bei diesem Designer. Sind geile neue Schuhe rausgekommen da bei dem. Im Ah, krass, ich Angebot. verstehe. Krass, ja, cool, werde ich mir angucken. Was treibst du so? Ah, ich bin Du am. Hurensohn. Nicht du, nur nicht du, am Mechaniker. Ah. Amazu, du. Ich schwör auf meine Mutter, du Nuttensohn. Redest du noch einmal so mit mir? Ich schwör auf mein ganzes Leben. Ich fick dich vor deiner Schwester. Hast du mich verstanden, du Nuttensohn? Meinst du jetzt mich oder wie meinst du? Ich meine den Mechaniker. Hier, sag mal kurz leise. So, jetzt bin Ah, ich okay. da. Also. Ich mach gar nichts, ich bin am Park. Ey, du dreckiger Hurensohn mit deinem peinlichen blauen Anzug, verpiss dich hier! Mein Gott. So ein Penner, dieser Scheißtyp am Mechaniker. Okay, gut. Erzähl. Also, ja, gar nichts. Ich bin da im Park. Was für Leben gerettet überhaupt, Vanilla? Weißt du, was ich peinlich fand?
Du hast eine Schlägerei mit irgendeinem Opa angefangen, mit einem hast du keinen Respekt mehr? Musst du dich jetzt schon mit irgendwelchen Opas prügeln? Raubst du auch Omas am Ammunition aus oder was ist deine Mission hier? Bruder, ich schwör, du bist so ehrenlos geworden. Ich sag, bah, schämst du dich nicht? Sag mal ganz ehrlich. Man muss gucken, wo man bleibt. Seitdem das Finanzamt mich gefickt hat, muss ich doch auch gucken, wo ich bleibe, verdammte Scheiße. Ey, du bist wirklich peinlich mit einem Opa. Und dann hast du auch noch verloren gestern. Ich hab gestern mit diesem Opa geredet. Ich hab den nochmal getroffen. Ich hab mit diesem Opa geredet und der meinte dies, das, warum mischst du dich in meine Angelegenheiten ein und der will dich immer noch ficken. Ach, ist das so? Ja, dann ist doch kein Problem. Aber ich danke dir für die Warnung. Schön, dass du mir das sagst, dass dein Freund vertraut. Was ist denn zwischen euch? Ah, lange Geschichte, aber ich danke dir als ein ehemaliger Freund, dass du mir natürlich hier... Boah, ich muss auflegen, das ist eine geile Sau. Hau rein. Ja, ist vielleicht deine Mutter, du Nathan. Gut, Leute, Vanilla war respektlos am Telefon, den packen wir uns jetzt. Es reicht mir. Kann ich euch helfen, Jungs? Ja, okay. Oder warum schleicht ihr euch gut so an meinen Rücken heran? Nee, was? Weil mein Auto da steht, beruhig dich. So. Ja, besser als das. Also. Mag schon, wer stört mich hier? Schönen guten Tag, Herr Agabi. Was kann ich gegen dich tun, Bay? Ich bin am Park, das sind jemand von gestern, weißt du, ich glaube, der möchte Ärger machen. Wie du, der will Ärger machen? Der war gestern respektlos zu Ihnen und zu mir. Wer war denn respektlos zu mir? Also, ich habe Foto und so, ich habe ihn gestern schon gekidnappt, also lassen. Was hast du? Ihn kidnappen lassen, ich habe ihm ein bisschen Respekt beigebracht, verstehen Sie? Ja, ich verstehe natürlich, klar, ja, klar. Ja, und jetzt hat sein Kollege mich angerufen, ist in einem Park. Ich kann mir vorstellen, dass die mich gleich einpacken wollen. Okay, aber wenn du doch gestern ihn kidnappen lassen hast, dann ruf doch deine ganze Armee an, die dir jetzt helfen, oder geht das nicht? Ja, aber die muss ich bezahlen, weißt du. Tut mir leid, wissen Sie, tut mir leid, Herr Agabi. Das kostet, weißt du, auch sehr viel Geld. Mhm. Und wie viel hast du dafür bezahlt? 3.000, die tun dir entführen, lebendig, kannst mit dem reden, alles sicher. Und wer waren diese Leute? Die kenne ich seit Tag 1. Also, der eine heißt Sander und der ist sehr ehrlich, der macht, der ist fair und seine Jungs tun dem eigentlich folgen wie Hunde. Aber die sind nicht so, die sind eher so für die Drecksarbeit. Und wer ist der? Sander, was macht der alles? Wen hat der hier so? Weißt du? Ja, der ist so ein bisschen in der Southside unterwegs. Ach, du hast so ein Gangster-Dings beauftragt. Ja, aber der ist wirklich auch zuverlässig, der ist sehr gut und auch günstig. Ich meine, 3.000 für jemanden entführen, so ist ja nicht, ist schon ein bisschen, aber es geht, finde ich. Also die waren gestern, 15 Jungs haben den eingepackt. Das hat halt Eindruck gemacht. Aber wahrscheinlich nicht genug. Mhm. Ja, Bill, schick mir mal ein Foto von den Männern, wie die aussehen. Von dem, von wo ich gestern gekidnappt habe, oder? Ah, warte mal ganz, ja, sind das andere Leute als die du gekidnappt hast jetzt, oder nicht? Also jetzt ist das ist der gleiche gewesen, aber ein anderer war noch dabei, ich weiß nicht, die sind... Hä? Ach, der hat bestimmt Punkt gedrückt. Eine Sekunde, ja? Wieso legst du auf? Ich habe nicht aufgelegt. Natürlich, unsere Verbindung ist doch weggegangen, hast du das nicht gemerkt? Ja doch, aber ich dachte, sie haben aufgelegt. Nein. Ich leg doch nicht auf, wenn wir reden. Ah, gut, Bell. Gut, Herr Junge. Also, der, den du gekidnappt, wieso hast du den überhaupt kidnappen lassen? Erklär mir das jetzt nochmal. Also einmal hat er mein Auto geklaut und hat gesagt, er fickt meine Mutter auf der Rückbank. aber warum hat er das von dir gesagt? Ja, weiß ich nicht. Ich hab ihn dann halt kidnappen lassen. Ich habe ihm ja nicht mal was getan, ich habe ihm einfach nur so eine Vorwarnung gegeben. Und da hat er sich entschuldigt, dass du den kidnappen lassen hast. Ja, er hat halt geflammt, wissen Sie, gestern. Hat er geheult? Ja. Aber ich glaube, der ist... Aber dann wird er doch jetzt bestimmt nichts machen. Ja, er ist gegangen. Wenn er wiederkommt, schuf ich sie sonst mal an. Und wer ist jetzt der andere, von dem du geredet hast? Vom Zander. Nein, der andere, wo du sagst, dass du... Du hast gesagt, der chillt doch gerade am Park oder irgendwo mit einem Kollegen, hast du gesagt. Ja, der hat mich angerufen. Wer hat dich angerufen? Also ich war am Park mit Jason, auch ein besserer Freund sogar als TJ. Dem wollte ich ihn auch zeigen, das ist echt ein guter. Und da war dann dieser, der heißt Marcel Eris, der von gestern, und mit einem anderen. Und der hat mich angerufen. Wie heißt der Hurensohn? Marcel Eris. Ich kann ihn auch ein Foto und seine Nummer schicken. Der hat mir alles gegeben, der Volldepp.
wo er mein Auto genommen hat. Das ist ein Freund von dir, oder was? Nein, nein. Den habe ich gestern kidnappen lassen. Ach, den hast du kidnappen lassen? Ja. Und der hat geheult? Ja. Ah. Ich habe so einen schwarzen Helm angehabt so, und dann hat er Angst bekommen. Okay. Ja, und Jason ist halt ein guter Freund. Und wer ist Jason und Mikey? Und wo ist jetzt dieser andere, wo du meintest, jemand war respektlos zu dir und mir gewesen? Der ist abgehauen, weil jetzt ein paar Freunde von mir gerade gekommen sind. Aber wer war das denn? Was hat ja, der war respektlos. Er hat dich nicht ernst genommen, verstehst du? Wie? Ja, er hat sich über dich lustig gemacht. Wie dich? Wieso duzt du mich? Tut mir leid, Herr Agabe. Er hat sich über sie lustig gemacht. Und was hat er gesagt? Ja, er hat sie halt nicht ernst genommen. Woher weißt du das? Ja, weil er das ja vor mir gesagt hat. Was hat er gesagt? Ja, er hat sie nicht ernst genommen, verstehen Sie? Warum? Woher willst du das wissen? Ja, ich hab... Herr Gabi, seien Sie jetzt nicht sauer, okay? Was denn? Was hast du? Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht anschreien. Sag mir jetzt, was du gemacht hast. Bevor ich mich vergesse. Ich habe ihm gesagt, da haben wir noch normal geredet, ich habe gesagt... wenn du mein Auto zurückgebracht hast, rufst du mich an. Weil ich habe jetzt seine Nummer und der meine. Und habe ich gesagt, wenn er nicht zurückbringt, dann ich kenne Leute. Und dann habe ich gesagt, ich kenne sie Bilal und Sander, also einmal sie und er hat das sich über sie lustig gemacht. Er hat so gesagt Bilal so und hat sie ausgelacht. Ah, also hat man mich ausgelacht, weil du meinen Namen ins Spiel gebracht hast. Aber ich habe mich doch schon darum gekümmert. Das tut mir wirklich leid. Wie heißt der Typ? Marcel Eris. Kann Ihnen die Nummer geben und ein Bild, alles. Schick mir alles rüber. Okay. Und bring nie wieder meinen Namen mit rein. Hast du mich verstanden? Ja, ich habe verstanden. Ja, was ist das für ein Gesicht, Elfmeter? Das sieht ja nicht munter aus. Mit graue Haare und so. Gib die Nummer. Ah, ist erreichbar. Hallo? Na schon, bist du dieser Marcel hier am Telefon? Wer ist da? Bist du dieser Marcel, ja oder nein? Ja, Marcel hier ist hier, wer ist da? Was schreist du überhaupt so? Hey, du Arschloch, du rufst bei mir an und stellst dich nicht mal vor. Ah, hör mal zu. Ja? Ich habe über dich ein paar Dinge gehört. Ey, der Nächste, der meinen Arsch möchte. Was hast du denn gehört, du Wichser? Ja, wieso will denn jeder deinen Arsch haben, hä? Ja, das geht dich in den Feuchten an. Ah, hör mal zu, auf jeden Fall. Du hast über mich scheiße geredet. Am Park habe ich mitbekommen. Komm jetzt, wenn du ein Mann bist. Und komm jetzt. Wo bist du denn? Am Würfelpark, komm her. Es gibt doch gar keinen Würfelpark in Los Angeles. Park gibt's natürlich. Entschuldigung. Am Park bist du. Central Park, natürlich. Okay, nach wem muss ich denn suchen? Einfach nach dem hässlichsten am Park, oder? An denjenigen. Gut, erstmal aussteigen, dass wir jetzt hingehen. Ja, bitte. Bilal Agabe, der mächtigste Mann in Los Santos am Apparat. Wie kann ich helfen? Welcher Hund ruft an? Hör zu, Agabe. Was rufst du mich an, du Arschloch? Du kennst sogar meinen Nachnamen. Du hast dir doch gerade gesagt, du Hund. Du kennst sogar meinen Nachnamen, so einer bist du. Du hast dich doch gerade als Bilal Agabe vorgestellt, du Vollidiot. Hör mal zu, du Crack-Junkie. Ich kann jetzt hier nicht jeden hergelaufene Penner auf der Straße eine Dings geben hier. Wer bist du denn, Alter? Bist du jetzt dieser neue Billy, den ich hier kennengelernt hab? Genauso ein Nuttendon? Hey, hör mal zu. Mir ist scheißegal, mit welchen Millis, Billys du zu tun hast. Ich sag dir jetzt nur eine Sache. Geh mir lieber aus dem Weg, hast du mich verstanden, du Hässlon. Entschuldigung, es tut mir leid, Sir. Es tut mir wirklich leid. Verzeihen Sie mir. Bist du schizophren oder so? Nein, es tut mir leid, ich habe Angst bekommen. Verzeihen Sie mir, okay? Wie kann ich das wieder gut machen, Sir? Verpiss dich einfach, du Junkie. Geh mir aus dem Weg, Mann. Sorry, Mann, sorry. Ich hab das Foto gesehen, wie du aussiehst, okay. Alter. Kauf dir eine richtige Goldkette. Du hast recht, Mann, du hast recht, Sir. Mit deinen grauen Haaren, du Vollidiot. Es tut mir leid, Sir, ja? Es tut mir leid. Digga, was eine Heulsuse. Der mächtigste Mann der Stadt? Ja, richtig, das bin ich persönlich. Das hätte ich dir jetzt gar nicht gegeben. Weh? Ja. Was laberst du denn? Wie heißt du denn? Ach du Scheiße, guck dir die zwei Schlampen da vorne an. Boah. Komm, hübsch, ja? Klär dich mal, zeig mal, was du kannst. Ich lauf doch keiner Frau hinterher. Ah, okay. Wie seh ich denn aus? Wie ein Vollidiot. Warum das denn?
Kann ich doch nicht. Bruder, guck dir mal deinen Style an. Was ist das denn? Wie viele Farben trägst du an dir? Sag mal. Was ist das? Eine blaue Hemd? Dann irgend so eine pissgelbe Hose? Dann irgendwelche weiß-grau-schwarzen Schuhe? Wo ist das? Und dann, was ist das für eine Style? Sag mal. Du müsstest mal die Brille ausziehen, weil meine Hose ist weiß, ja? Ja, super weiß. Super weiß. Ja, super, ja. Ich finde es super Outfit. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich will mal kurz das Fernglas hier testen. Trägst du immer ein Fernglas bei dir? Ja, trage ich immer. Bist du Pfadfinder? Nein, ich bin Fernglasgucker vom Beruf. Ah, okay. Verdient man da viel Geld? Ja, mal so, je nachdem, was man sieht. Ah, okay. Und was ist das teuerste, was man sehen kann? Das darf ich dir nicht verraten, dafür werde ich ja bezahlt. Ach so, so ist das also. Genau, richtig. Gut, komm, ey, was macht ihr hier? Entschuldigung, was macht ihr hier? Da steht doch No Parking. Hallo, was macht ihr hier an meinem Stadtpark? Hallo, wir sind die Polizei, natürlich dürfen wir hier parken. Ja, und was macht ihr hier an meinem Stadtpark? Verpisst euch, ihr habt ihr Hausverbot. Der Herr, bitte, seien Sie doch ein bisschen respektvoller. Du hast hier Hausverbot, habe ich dir gesagt. Seien Sie es ein bisschen respektvoller oder ich gebe Ihnen eine Strafe. Strafe wegen was? Wegen Respekt. Zeig mal, wo wegen Beleidigung. Ich zeig mal, wo drin steht, Respektlosigkeit wird unter Strafe gestellt. Ja, das entscheiden wir immer noch. Da bist du sicher? Okay, gib mir die Strafe, ich rede danach mit deinem Chief. Das entscheidet der Rekrut natürlich, welche Strafen hier es gibt. Ja, du bist Rekrut, zeig mal. Du. Jetzt verpiss dich mal, Alter, du No-Name, Alter. Hast du mich verstanden, du scheiß Rekrut? Geh mal die Toiletten putzen in PD. Ich dachte, ihr habt hier einen Einsatz. Was quatscht ihr hier so rum überhaupt? Und du, wie siehst du denn überhaupt aus? Du bist eher hässlich, dass es kracht. Komm lieber weg, also mit dem Typen da. Witzig. Ja, was ist war aber typ kein Witz, dann? Du hässlicher Vogel. Das ist mir nur egal. Siehst aus, als wärst du geschlagen worden wärst, Freund, der Schulter, du Vollidiot. Ey, die sind respektlos, die Cops, ne? Scheiß auf die Bastarde. Was für bist du das? Was? Chakir? Wie Chakir? Ah, nee, okay, schade. Siehst du, du siehst nicht aus wie eine Dave, du siehst aus wie eine Chakir. Wer ist denn Chakir? Ja, so siehst du aus. Hat er schon richtig gesagt. Wer ist der Hund? Sag mir, wer ist Chakir? Jungs, oh, was geht denn bei euch? Wollen wir uns mal woanders unterhalten? Hier ist mir ein bisschen zu viel los, kommt mal mit mir. Soll ich Sie fahren, Herr Gewehr? Nein, alles gut, ich hab mein Auto hier gegenüber, wir fahren bei mir mit. Alles klar. Grüß dich. Schöne Haare hast du. Danke. Ja, Wiedersehen, ja? Wiedersehen. Ja, rot ist jetzt nicht so das Wahre. Darum geht's doch gar nicht, kann sie doch färben, Alter, du Vollidiot. Geht erstmal darum, die überhaupt zu klären, du Trottel. Okay. Und danach schickt man die doch einfach ins Schminkstudio. Aber warum? Man soll dir einfach das machen, was einem passt. Kennst du das nicht? Ja, und dann redest du was von Dings halt, ne? Sieht das aus wie ein Parkplatz? Mach doch gut? Platz einfach, meine Güte. Wirklich, immer diese Cops. Ey, jetzt halt den Ritter noch. Echt jetzt? Wir haben auch wirklich nichts zu tun, oder? Einfach respektvoll mal. Drei Autos reden, direkt. Nein, alles gut, alles gut. Was kann ich gegen euch tun? Wollt ihr auch mal aussteigen, bitte, der Herr. Aussteigen! Der Fahrer bitte einmal aussteigen. Kommen Sie bitte auf die Beifahrerseite. Der hintere Beifahrer kann wieder sich reinsetzen, genau. Was wollt ihr überhaupt hier? Was denkt ihr, wer ihr seid, Mann? Kommen Sie mal bitte vom Auto weg ein bisschen. Was hältst du mich denn hier an meinem Stadtpark, du Vollidiot? Ja, gut, der Herr, der Stadtpark gehört der Stadt. Das sagt ja schon der Name. Hör mal zu, du da hinten. Guck mal auf den Boden hier, wenn ich mich am Unterhalten bin. Hast du mich verstanden? So, der Herr, konzentrieren Sie sich einmal auf mich. Ich weiß, fällt Ihnen schwer. Aber das kriegen Sie hin. Ich glaube, du bist ja hässlich, dass es kracht, Alter. Ja, geh doch mal zum Friseur. Gut, was ist denn das einmal für ein Look? Einmal Ihren Ausweis, der Herr. Kommen Sie mal zur Ruhe. Nee, du willst meinen Ausweis. Einmal Ihren Ausweis. Wer bist du? Bist du ein Bulle oder was? Ich bin PD-Beamter, richtig. Das sagt meine Uniform aus. Wo kommt denn der dritte gerade her? Der Herr, lenken Sie nicht immer ab. Haben Sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren? Was willst du von mir? Ihren Ausweis. Du willst meinen Ausweis? Ja. Ja. Super. Bilal Agabey. Herr Agabey, haben Sie auch einen Führerschein?
Wer bist du geworden hier? Was willst du von meiner Ehe? Du hast doch nach Personalausweis gefragt. Lieutenant Al. Ja, genau, ich will ja beides haben. Dann frag doch nach beides, du Vollidiot. Der Herr, können Sie den Gang runterfahren? Halt die Fresse da hinten, du Drecksbulle. Der Herr, das ist Ihre letzte mündliche Verwarnung. Sonst klären wir das am PD, das können wir auch machen. Hier, yeah, ist doch mein Führerschein. Da, nimm doch. So, Herr Agaway. Ja, was denn? Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich den größten Schwanz hier in Los Santos habe. Ja, gut, da freue ich mich für Sie. Und weil ihr Fanboys seid, deswegen. Vom großen Bilal Agaway seid ihr Fanboys. Herr Agaway, ich habe Sie tatsächlich noch nie gesehen, deswegen habe ich auch hier einen Ausweis haben wollen. Tatsächlich auch noch nie was gehört. Du hast mich noch nie gesehen. Geh mal in das Schlafzimmer deiner Mutter, da hängt ein Bild von mir. Das kann sein, das reicht, das ist jetzt wirklich die letzte Verwarnung. Ja, bei der nächsten Beleidigung nehmen wir Sie einmal mit auf die Wache und stellen dort Ihre Personalien fest. Herr Agaway. Die habt ihr doch gerade schon festgestellt. Herr Agaway, kommen Sie mal runter. Also ich weiß noch nicht, wie Sie heißen. Warte mal ganz kurz, welchen von euch Vollidioten soll ich denn jetzt zuhören, wenn ihr beide redet? Immer den hier mit den Haaren, der vor Ihnen steht. Ach so, ich dachte nur, weil bei dem Typen steht Chief drauf und bei dir halt nur... Ich schaffe es ja, sich nicht mehr auf einen zu konzentrieren. Also versuchen Sie das erstmal mit einem und dann können wir das erweitern. Ah, die Kavallerie ist angetreten. Ah, denkt ihr wirklich, diese Leute reichen für mich? Herr Agaway. Problem, ja, bitte einmal die Personalien auch der anderen zwei. Das einzige Foto, was im Zimmer meiner Mutter hängt, ist ein Hundebild. Wollen Sie sich damit identifizieren? Ja, ein Hund ist doch was Tolles, oder nicht? Okay, sehr gut. Okay, Herr Agaway, jetzt nochmal zu Ihnen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ihr habt da hinten die Parkdingsbums behindert. Ihr müsst euch auch an die STVO halten. Ihr könnt hier nicht einfach mit euren Wagen Blaulicht anmachen und auf der Straße stehen. Vor allem, wenn meine BMW da ist, du... Sind Sie fertig? Haben Sie sich beruhigt? Wie? Ja, natürlich habe ich mich beruhigt. Du fragst mich dumme Fragen. Warum hast du mich angehalten? Sag mir doch. Ich sag Ihnen das doch. Jetzt kommen Sie doch runter. Umso länger dauert das. Wie runter? Ich bin nicht... Ich stehe doch vor dir. Haben wir uns jetzt beruhigt, Herr Agaway? Ich bin doch ruhig. Du hast mich noch gar nicht sauer erlebt. Okay, Herr Agaway. Wir hatten eine polizeiliche Maßnahme und deswegen standen wir davor. Ach, was du nicht sagst. Ich dachte, das Blaulicht haben polizeiliche Maßnahme. Aha. Also Sie haben mich gefragt, ich habe geantwortet. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Du hattest da an dem Parkplatz eine polizeiliche Maßnahme, willst du mir sagen? Das ist korrekt, ja. Ah, was denn? Einfach querbeet auf der Straße stehen? Donutfressen in deinem Dienstwagen? Ja, aber Sie machen mich gerade richtig, richtig sauer. Und wenn ich sauer werde, nehme ich Sie mit aufs Präsidium und dann klären wir das da. Und dann wird das sich um einige Stunden verlängern. So, du hast doch gefragt, ich habe dir nur geantwortet. Können wir uns jetzt vernünftig unterhalten, Herr Agaway, oder klären wir das im Präsidium? Okay, ich frage jetzt einfach nur, was wollen Sie jetzt von dieser Kontrolle noch von mir? Was bin ich verpflichtet, noch aufzuzeigen? Sie haben meine Führerscheine und meinen Personalausweis bekommen. Wir würden gerne noch einmal Ihren Verbandskasten und Kofferraum sehen, Herr Agaway. Ja, kommen Sie mit, ist doch kein Problem. Perfekt. Ja. Warum gehen Sie gucken? Gehen Sie gucken. Herr Agaway, machen Sie bitte einmal die Motorhaube auf. Ich will gucken, ob der Wagen getunt ist. Ja. Was ist der? Wie? Machen Sie bitte die Motorhaube auf. Ey, was ist das denn jetzt hier für eine Schikane? So, ich setze mich auch kurz rein und kontrolliere die Beleuchtung. Ja. Können Sie bitte kurz aufmachen? Digga, ey, hier, da, bitteschön. Ja, ist offen, bitteschön. Natürlich kriege ich das volle Programm. Das ist doch hier, ich dachte, das ist eine Verkehrskontrolle. Kommen Sie bitte runter, sonst dauert das hier noch länger. Lassen Sie uns doch unsere Arbeit machen. Sie haben keinen? Nein, noch. Warum machen Sie es? Okay, alles klar, verstanden. So. Der Herr ist doch nicht mal vorbestraft. Herr Hofmann, hat der TÜV-Plakette oder ist sie abgelaufen? Es ist alles legal, der Herr. Herr Agaway, kommen Sie mal runter. Es ist nicht abgelaufen. Alles gut, ist noch in Ordnung. Okay. Sind die Felgen eingetragen? Na klar, ja, Reifenprofil ist auch noch in Ordnung. Ja, okay, sehr gut. Ey, holt dann noch mehr. Holt dann noch am besten das MD hier hinzu. Vielleicht noch Kaffeekränzchen machen. Gute Idee, wir könnten gucken, ob das. Nein, mir geht super. Alles gut, vielen Dank. Da können Sie gucken, es ist alles hier legitim bei mir, ja? Okay. So scheint alles soweit gut zu sein, ja? Sehr gut. Herr Agaway, dann bleibt das hier bei einer mündlichen Verwarnung. Sollten Sie sich für Verwarnung? Für was denn? Hören Sie mir zu! Sollten Sie sich noch einmal leisten, erstmal bitte runter von der Straße. PD-Beamten so anzusprechen. Dann wird das die andere Konsequenz haben. Haben Sie mich verstanden? Ja, beruhig dich doch mal. Warum bist du denn so aggressiv? Was? Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Hast du zu wenig gebumst in letzter Zeit? Was schreist du mich denn die Antwort aus den Leuten? Also eigentlich haben Sie mit dem Anschreien begonnen. Ich? Ich war die Ruhe selber! Bitte? Dann will ich nicht wissen, wie Sie ausrasten, wenn Sie jemanden anschreien. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ich rede ganz normal. Das ist Schikane. 69. Das ist keine Schikane, das ist eine polizeiliche Maßnahme. 60, warte. Sie sind in einer polizeilichen Kontrolle. Okay, dann ist das jetzt vorbei. Ihre Kollegen haben meinen Einsatz. Wollen Sie da nicht aushelfen? Sie haben alles. Sie können tatsächlich wieder... Herr Aal, haben Sie noch was? Nein, Sie können weiterfahren. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Ja, wünsche ich Ihnen doch auch, der Officer, ja? Ja.
Herr Lieutenant, ja, Wiedersehen. Genau, Lieutenant. Ich wünsche Ihnen was, ja? Ja, Wiedersehen. Ja, ciao. Schönen Tag noch, die Herren. Einmal danke für Ihre Arbeit. Kooperation. Ja, ja, vielen Dank für deine. Waren Sie vorsichtig? Ja, ja, hat eine Fresse. Oh. Hab ich richtig gehört, Dienstnummer 69. Hey! Hey! Ich hab mir die Dienstnummer von ihm aufgeschrieben. Ich hab noch eine zweite im Kofferraum. Kein Problem! Der hat dein Fahrzeug manipuliert. Das ja, war, hat er auch! Das waren die das, doch! Das war versuchter Mord! Das war doch Absicht von denen! Scheiß auf die! Ich hab die hardcore verarscht. Ich hatte gar keinen Verbandskasten in dein Auto. Ich hab das einfach noch schnell reingelegt. Ah, ja, ah, Dienstnummer 69 ist das. Ja, ja. Ja, vielen Dank, meine Motorhaube liegt da. Hab zum Glück noch eine zweite im Kofferraum. Der Herr, so können Sie definitiv nicht. Ach ja, was Sie nicht sagen, ich bin am Reparieren. Ist übrigens kein Parkplatz, Sie parken auf einer. Warte mal, das steht ja überhaupt nicht im Gesetz. Man darf damit fahren. Man sollte damit nicht fahren, aber es ist erlaubt. Und jetzt schönen Tag noch. Gesetz studiert oder was? Wieso haben Sie denn überhaupt Blaulicht an? Es ist überhaupt nicht mal ein Einsatz hier. Nein, aber wir halten. Hey, mach mal Foto davon, dass Sie Blaulicht an haben. Macht mal Foto. Wir schicken das an Presse. Sie haben keine Ahnung, wieso, oder? Muss man Ihnen das erklären? Ja. Sie behindern den Verkehr, weil sie mit der Hälfte ihres Fahrzeugs auf der Straße stehen und so signalisieren wir, dass hier etwas los ist. Mit der Hälfte? Soll ich ganz drüber fahren? Nein, alles gut, das ist aber eigentlich ja kein Parkplatz. Sie stehen ja nur hier, weil sie ihr Auto reparieren müssen. Wir warten so lange. Auf Wiedersehen. Alles gut. Ja, dann fahren Sie jetzt einfach. Ich bin jetzt fast fertig. Sie hätten aber darauf achten müssen, ob die Motorhaube offen ist. Hab ich, war alles in Ordnung. Ist wohl ein Fehler aufgetreten, zufälligerweise, nachdem Sie da rumgefuchtelt haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. So. Ich muss jetzt los, ist jetzt alles wieder ganz hier. Ja, ja, ihn auch. Ach, unglaublich. Rote Bordschein, normalerweise Falschparker, ne? Ach. Hab ich geparkt! Ordnung ist bei uns erlaubt. 3 Minuten darf man halten, Heide. Nein, was ist denn mit denen? Ja, aber haben sie den Kopf so irgendwie was angetan, dass sie... Die kleben ja richtig an ihn. Das sind meine Fanboys, ich hab doch gesagt, das sind alles Fans. Lag schon, welcher Hund ist am Telefon? Hallo? Wer bist du? Ich bin Ludmilla, hörst du? Ich weiß, das kommt jetzt wirklich so irgendwie komisch, dass du denkst, irgendwie Spinne oder so. Aber ich glaube, dein Tierkreiszeichen passt bei meine. Meine, was Zeichen passt zu deiner? Von dem Tierkreis. Nein, Spaß. Also ich hab dich bei was für gesehen. Ein Tierkreis? Horoskop. Ey, hör mal zu, wenn du so eine durchgedrehte Olle bist, die mit Horoskop arbeitet und so. Ey, ihr Frauen habt einen an der Klatsche. Was willst du, Groupie, denn jetzt von mir? Das war Spaß. Wann bist du geboren? Was willst du von meinen Eiern? Wer bist du überhaupt? Woher hast du meine Nummer? Ja, ich habe gerade von einem Mann bekommen bei Park, weil ich habe dich heute Morgen bei Park gesehen und ich sage dich ehrlich, ich weiß, du bist ein bisschen aggressiv gerade, aber ich und meinen Freunden bieten Wellness-Massage an. Diese, kennst du? Diese, was macht Rückenentspannung? Und wir suchen Kunden, damit die danach für uns Rezension machen. Hey, hör mal zu, ruf die Junkies vom Park mich nicht an, hast du mich verstanden? Ich will weder was mit dir noch deine Freunde zu tun haben. Du scheiß Cracknutte, ihr scheiß Junkies, spritzt euch am Park, lass mich in Ruhe. Wer ruft mich denn hier? Ey, jetzt rufen mich diese nächsten Junkies hier. Wer ist da am Telefon? Samantha Hirsch vom MD. Spreche ich da mit dem Bilal? Wer, Samantha vom MD? Ja, spreche ich da mit dem Bilal? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Ja, und zwar, Sie wurden hier als Notfallkontakt aufgelistet von einer älteren Dame. Und um sie steht es gerade sehr schlecht. Wie? Ja, Sie müssen dringend zum MD kommen. Wie Notfallkontakt, ältere Dame? Ich muss Ihnen das vor Ort erklären, das ist wirklich sehr dringend. Wie, was meinen Sie? Worum geht's denn? Das ist eine ältere Dame, die liegt hier gerade fast im Sterben. Dann soll die doch verrecken, die hat doch eh nicht mehr lange. Soll die alte Schachtel doch sterben? Was interessiert mich das, wenn da irgend so eine... Brauchen Sie vielleicht Beruhigungstabletten? Ich kann Ihnen welche verschreiben. Du bist vom MD? Ja. Halt mal deine Fresse, ruf mich nie wieder an. Außer meine Familie liegt im Krankenhaus, hast du das verstanden? Ja, das ist doch deine Familie. Wie heißt meine Oma? Woher soll ich denn wissen? Die wurde hier so eingeliefert. Sie stöhnt die ganze Zeit ihren Namen. Das ist dann vielleicht irgendeine Ex-Freundin von mir. Keine Ahnung, wenn die meinen Namen stöhnt. Aber die ist ganz schön alt. Kann sein, natürlich. Auf alten Pferden lernt man reiten, deswegen vielleicht älter. Das interessiert mich alles gar nicht. Meine Mama ist in Senegal, die kann gar nicht hier sein. Welche Haarfarbe haben Sie? Bist du behindert? Nein.
Warum wissen, welche Haarfarbe sie haben. Warum habe ich denn jetzt hier eine Konferenz am Telefon? Da war ein Foto von einem jungen, hübschen Mann in ihrem Portemonnaie. Wer ist denn jetzt hier noch in der Konferenz drin? Alter, was geht da? Konferenz! Ey, das, ey, was ist denn das für eine scheiß Programmierung hier von diesem Smartphone? Ruf mich nicht an, mich soll die Frau sterben, interessiert mich nicht! Gut, erstmal den Bug aufschreiben. Ich bin einfach in der Konferenz gelandet von gestern. Perfekt. Das waren ganz komische Anrufe, kriege ich gerade. Als wenn ich so Opfer von Phishing-Betrug bin. Wir stellen ihm eine Falle. Ich werde ihm gleich einen Dispatch, einen Standort schicken. Und dann ficken wir den dort. So, wartet jetzt. Ich rufe den jetzt trotzdem erst nochmal an, den Idioten. Jo, macht es. Stellt euch neben. Wer soll sich neben dich hinstellen? Stell dich hin hier. So. Hallo? Ja, du hast angerufen. Jetzt verpiss dich wieder von mir hier. Danke. So. Hey. Du hast mich angerufen. Ja, richtig. Ja. Ja, muss hier gerade ein paar Penner wegschicken und erstmal denen zeigen, dass sie meine Hunde sind. Ja, und deswegen rufe ich dich an. Vielleicht willst du nämlich mein nächster Hund. Was habe ich hier gehört? Was hast du denn gehört, wenn ich fragen darf? Amazo, was hast du für ein scheiß Problem, du Junkie? Wen nennst du hier einen Junkie? Ich bin seit 10 Jahren clean, du Nuttensohn. Was willst du von mir? Wen nennst du hier einen Junkie, Alter? Was du von mir willst, habe ich dich gefragt. Wie, was ich von dir möchte? Du warst derjenige, der als erst angerufen hat. Hör mal zu, ja, du hast doch dich danach entschuldigt. Die Sache war doch geklärt. Was willst du von mir? Ja, ist doch alles gut, Mann. Entspann dich, okay? Alles wie entspann gut. Dich? Wie? Ich brauche, das mit Billy halt, ne? Kannst du mir da helfen vielleicht? Amazon, wie das mit Billy? Mann, ich weiß nicht, wie ich diesen Motherfucker alleine besiegen soll, Alter. Also, ich bin gerade am Ammunition Park Deck. Okay. Wenn du willst, kannst du vorbeikommen, können wir reden. Super, aber ich brauche 5 Minuten. Aber komm alleine. Oh, alleine ist schwierig gerade. Wie? Okay. Okay, komm mal mitgefahren. Mal gucken, ob der jetzt da auch für den Hurensohn. Ist auf dem Weg nach draußen zu Fuß sogar, oder was? Ich glaube, der kommt zu Fuß auf euch. Jetzt, sieht er euch? Lasst euch bitte bloß nicht sehen. Eine Person vorne am Eingang jetzt. Das ist der, ja, das ist der. Okay, mach Zugriff. Entführt, Hände hochsagen. Let's go. Nehmt ihm erst die Waffen ab und das Handy abnehmen. Das zuerst und das Funk. Wenn ihr es gemacht habt, funkt mir durch, dann komme ich angefahren, dann kann er bei mir einsteigen. Steig in den Wagen ein. Mach die Tür auf für den Hurensohn. Hinten. Da kommt ein Auto, da ist ein Auto, ich höre ein Auto. Ja, mach schnell. Also wartet kurz. Setz mich doch rein, wie soll ich denn reinkommen? Alles gut. Ja, so viel zu, du kommst alleine also, hä? So, steig rein. Ich komm alleine. So. Okay, du steig auch bei mir ein, ja. So, was hast du dir denn gedacht, sag mal. Super. Was hast du dir denn gedacht, Batman, der Herr? Das hätte mir so klar sein sollen, dass du eine kleine Fotze bist, ja. Ich bin die Fotze, du bist nur ein Sohn. Klar sein können. Ich war alleine da im Gegensatz zu dir. Jetzt sag mir mal, wer von uns ist der Hurensohn? Sag mal. Du bist der Hurensohn. Aber ich habe mein Wort gehalten. Ich bin wenigstens Hurensohn, der sein Wort. Scheiß auf dein Wort, hast du mich verstanden, ja, du scheiß Junkie. Deine Fotze. Gut. Da haben wir uns noch mal kennengelernt. Ja, richtig. Gehen wir was essen? Gibt's ja, Haus, wir gehen was essen. Kannst ja, du mit... ich hab sowieso Hunger. Ja, kannst mir unterm Tisch einblasen, wenn du willst. Was, wirklich? Ja, richtig. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Ey, scheiß Sonntag. Das werden wir ja gleich sehen. Was hast du dir dabei gedacht? Sag mal. Du musst schon ein bisschen genauer sein. Was meinst du denn? Ja, hast du wirklich gedacht? Denkst du, ich krieg das nicht mit, was du in der Stadt rumfragst und was du versuchst zu beauftragen? Ha? Keine Ahnung, wovon du redest, tut mir leid. Ja. Also entweder hast du Wahnvorstellungen oder du suchst nach Aufmerksamkeit. Kann das ja, sein? Ja, wahrscheinlich. Suchst du nach Aufmerksamkeit? Ich kann sie dir geben, wenn du willst. Echt, kannst du das? Ich kann dir die geben, ja. Du kriegst auf jeden Fall jetzt gleich meine Aufmerksamkeit. Dafür musst du mir nur die Handschellen abnehmen. Mhm. Nimm sie mir ab, Agape. Wie war das am Telefon, du willst mich ficken, ha? Herr Agape, soll ich meine Maske abnehmen oder nicht? Nein. Verstanden. Natürlich will ich dich nicht ficken, ist ja klar. Du bist der krasseste Agape. Mach dem die Tür auf. Du hast deinen Chef gehört, mach mir die Tür auf, du Arschloch.
So, und jetzt hier geradeaus gehen. Geh rechts um die Ecke. Wow, was ein schöner Blick. Geh rechts um die Ecke. Was muss das für ein Gefühl sein, tagtäglich aufs Meer schauen zu können? Die Kunst dabei ist es, glücklich im Leben zu bleiben. Nein. Ich gehe schon. Besser. Provozier mich nicht. Hast du mich verstanden, du Wichser? Nicht so viel reden. Kommt ruhig mit, Jungs. Kommt mit, Jungs. Alles gut. So, bleib stehen. Amazo, du Pesser. Wie redest du mit mir am Telefon? Sir, es tut mir leid. Guck auf den Boden, wenn ich mit dir rede. Entschuldigung, ich guck auf den Boden. Was glaubst du, wer du bist, Mann? Du scheiß Rentner, guck mal, wie du aussiehst, Mann. Wie frisch aus dem Altersheim. Hast du was gegen ältere Leute? Was? Ey, hab ich! Und jetzt, was willst du machen? Kann ich mir leisten, du Pisser! Ha? Du Schwanz! Was glaubst du, wer du bist, Mann? Ich sag dir eine Sache, Marcel. Wenn du mich noch einmal anrufst, noch einmal machst du Faxe, einmal irgendwas, ich schwöre dir auch, ich schwöre dir bei deiner Mutter, ich werde dich ficken. Hast du mich verstanden? Ich verstehe dich. Und du lässt den Jungen, du lässt den Jungen Bill in Ruhe. Hast du das verstanden? Tut mir leid, ich werde ihn in Ruhe lassen. Nie wieder bist du respektlos. Nie wieder bin ich respektlos. Was ist in dich gefahren, dass du so mit mir geredet hast? Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. So wahr ich hier stehe, sowas wird nicht wieder vorkommen. Besser ist das. Tut mir leid. Das nächste Mal fick ich dich richtig. Merk dir das. Das glaube ich dir wirklich. Du wartest jetzt, bis wir weggefahren sind, dann kannst du laufen. Komm, oh, jawohl. So weit ist es auch nicht in die Innenstadt. Genieß die Luft noch, hier am Meer. Was sagst du? Genieß die Luft, die ist sehr schön hier am Meer. Ah, okay, ich dachte schon, du wolltest mir drohen. Nein, auf ja, besser Fall. Ist das, verpiss jetzt du mal einen Sohn. Okay, Jungs, steig da hin.